Hey und willkommen jetzt zu einer neuen Let's Build-Folge zum Orient Spa in D-Sims 4 und mit dem D-Sims 4 Großstadtleben Erweiterungspack. Ihr seht es ja schon, alles vollgestellt hier mit orientalischen Sachen. Heute geht's weiter. Letztes Mal sind wir stehen geblieben hier drin mit dem, mit der Blubber-Lounge hier, ja. Und da drin gefällt's mir noch nicht so ganz, ne? Das ist alles noch so ein bisschen, ein bisschen voll. Und der Pool in der Mitte sieht zwar cool aus, aber es stimmt natürlich, man läuft gegen eine Wand. Habt ihr schon recht, das stimmt. Und deswegen habe ich eine Idee, und zwar, ja, ich möchte den Pool wieder da nach hinten machen und in der Mitte dann so eine schöne Lounge hier einrichten. Und zwar packe ich den jetzt einfach mal an. Ich glaube, wir müssen dann das obere Stockwerk, genau, weil das soll ja wieder da sein. Und dann packe ich den mal hier hin. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass hier die Bögen und so nicht mehr stimmen. Das geht natürlich nicht, dass hier eine Tür ist. Die müssen weg. Und das Ganze müssen wir wieder neu einfärben. Und dann hier so eins weiter geht nicht. Geht nicht unter einem Pool. Ach so, die Wand hier oben, genau. Die muss auch nochmal eins weiter nach hinten. Weil dann haben wir hier drei Kästen. Wir haben jetzt vier. Wir brauchen nochmal eins mehr, ne? Wir brauchen nochmal eins mehr. Also dann muss nochmal eins weiter nach hinten. Und jetzt färbe ich hier auch mal die Mauer ein. Die Mauer hier oben ist auch noch nicht so viel gemacht. Deswegen, und da unten haben wir die Fliesen drin. Das passt perfekt. Oh, das sieht cool aus. Wow. Oh, das ist ja noch das da von früher. ich mache das jetzt mal hier. Ich glaube, ich mache das erstmal weg, ne? Erstmal ein bisschen weg so irgendwie. Komm, wir machen das mal so irgendwie. So, weil man muss ja auch runterkommen mit Treppen und so. Machen das mal erstmal weg. Und ich brauche jetzt hier erstmal Licht, weil das geht gar nicht irgendwie. Das geht gar nicht. Wir nehmen da so Lampignon-Dinger. Vielleicht machen wir die da rein. Und die gibt es doch sicher auch in schönen Farben. Hier gibt es auch lila. Gibt es nicht lila. Schade. Schade, schade, schade. Wir machen hier mal so ein warmes Rot-Gold. Die vergrößere ich mit dem Vergrößerungs-Cheat. Und pack die mal hier so hin, dass wir da wie so einen Lampignon-Himmel haben oder so. Wieso geht das nicht? Das waren andere Objekte. Wo sind andere Objekte hier? So machen wir das mal. So ein bisschen so. Das soll so eine richtige Lampignon-Decke werden irgendwie, ne? Dass man hier so rein und dann so schön und dann so nach unten. Und das Türkis gefällt mir ja auch überhaupt nicht. Das ist gar nicht warm genug. Deswegen nehmen wir hier, das ist das, glaube ich, ne? Das ist, oh, das ist cool, ne? Das ist schön. Da hinten, ich finde das eigentlich ganz gut mit den Wänden, muss ich sagen. Vielleicht können wir die noch zur Säule quasi zu machen. Hier so. Also den Platz brauchen wir unten auf jeden Fall und den Brunnen natürlich dann hier in die Mitte, ne? Also der muss da in die Mitte, vielleicht auch hier in einer anderen Farbe nochmal. Dass wir hier nochmal, oh ja, der ist cool. Oh, das ist auch schön, ein bisschen dunkel. Alles irgendwie, oh, das ist auch schön, ne? Aber ich fand den goldenen, wo ist denn der goldene? Den fand ich eigentlich ganz cool. Hier, den goldenen mit hell oder mit dunkel. Komm, wir machen mal hell. Wir müssen mehr Helligkeit hier reinbringen. Natürlich so rum, oder sollen wir den schräg stellen? Ne, jetzt machen wir es schon symmetrisch hier rein. So, dann können wir da unten. Ja, und da, der Pool, der muss hier weg. Der muss hier weg. Wir brauchen nämlich hier eine Treppe auch noch. Die Treppe muss hier mittig irgendwie sein. Lassen wir mal gucken. Was haben wir denn hier eigentlich vom Platz her? Eigentlich passt das so. Hier haben wir vier, hier haben wir drei. Dann können wir hier eine Treppe machen und hier eine Treppe, zwei. Ich kopiere den mal. Machen wir mal so, vielleicht drei Kästchen, genau. Und dann hier eine Treppe. Hier eine Treppe. Und das gleiche dann auch auf der anderen Seite. Das Ding also erstmal weg wieder. Und hier haben wir dann wieder unsere Kopie. Den machen wir zweimal. Das ist dann auch ein Brunnen und kein Pool. Das ist auch ganz wichtig, dass die Sims da nicht drin schwimmen, ne? Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn draußen für eine Treppe genommen? Ich glaube, wir nehmen wieder die Steintreppe mal. Und ja, da muss noch heller werden irgendwie in der Mitte. Das ist so. Ich glaube, das ist wegen dem Außenlicht, ne? Das ist wegen dem Außenlicht. Da haben wir da nicht so schöne, nicht so schön viel Licht irgendwie. Ich packe jetzt hier mal, sollen wir die eigentlich, wir brauchen da auch noch mehr Grün irgendwie, ich weiß es noch nicht. Wir müssen hier, glaube ich, mal auch nochmal so ein Fundament irgendwie hinpacken. Oder Moment mal, wir machen da einen Pool hier, wir machen hier einen Pool. Pool kann man ja auch hier so, geht das da? Ja, geht, ne? Nee, anders. Ich möchte es oben haben, den Pool. Kann man das nicht irgendwie, das habe ich, da habe ich immer irgendwie Probleme mit, das ist so doofig. Wir müssen hier, machen wir mal die Wand hier weg. Machen wir mal hier den Pool. Fangen wir mal hier an. Geht es nicht? Wieso geht es nicht? Kann nicht neben Brunnen platziert werden. Ja gut, aber nachher wäre ja gar nicht mehr neben dem Brunnen. Dann machen wir erstes Fundament. Okay. Jetzt gehen die Fenster weg. Na, danke auch. Die sichern wir uns mal hier drüben. Dann müssen die eh noch hin. Baby.moveobjects auch mal an. So, eins nach dem anderen. So, wow. Wow. Dann können wir auch noch schön beleuchten, dass er richtig schön strahlt, der Pool.
Jetzt mache ich das mal so. Oh, das geht jetzt doch. Also gut. Die Wand muss natürlich wieder weg. So. Und jetzt kommt hier der Pool zu hin. Ne? Das müsste doch gehen über Eck. Genau. Wow. Ja. Und jetzt können wir die Wand hier auch wieder zu platzieren, dass es geschlossen ist. Und das müssen natürlich auch diese Säulen hier werden. Ja. Aber dann nehmen wir auch wieder die dunklere Farbe hier, die Ruinensäule hier. Wow. Cool. Aber das gefällt mir jetzt ganz gut. Das gefällt mir ganz gut. Hier unten können wir leider nicht die Ruinen machen beim Fundament. Das ist auch noch so dunkel. Wieso ist denn das immer alles so dunkel hier? Ich möchte das gerne heller haben. Irgendwas stimmt da noch nicht mit der Lichtberechnung. Wir machen das mal so. Und jetzt können wir da auch wieder Rosenwasser nehmen. Rosenblätterwasser. So. Und da noch eine schöne Poolwand. So eine Umrandung. So irgendwie, ne? Ist was Dunkles. So, genau. Oh, cool. Jetzt können wir da hinten vielleicht so eine Couch oder so hinmachen. Wir brauchen hier auf jeden Fall auch noch Pflanzen. Die möchte ich mal zuerst machen. Obwohl, wir brauchen hier auch noch eine Treppe, ne? Wir müssen hier auch noch eine Treppe. Aber jetzt haben wir bald keinen Platz mehr für unsere Sitzgelegenheiten hier. So, machen wir das so. Dann können wir vielleicht da hinten eine Couch und hier vielleicht nochmal so was Kleines irgendwie reinmachen. Da gucke ich gleich mal. Das interessiert mich jetzt. Komfort. Ja, sieht schon viel besser aus, ne? Sieht schon viel besser aus. Wie können wir da in die Wand auch diese Lampen dahin platzieren? Die sind auch so cool. So, die sind eh so cool irgendwie. Für die da irgendwie so, wow. Cool. Jetzt kommt der Orient so ein bisschen rein, ne? Die Lampen oben gefallen mir noch gar nicht. Die passen da irgendwie nicht dazu. Die müssen entweder lila oder irgendwie sowas Rötliches kriegen oder was. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht was. Es ist schwierig. Ich finde die jetzt zum Beispiel schon mal 10-mal besser. Das ist dann ein richtiges Rot und nicht so ein... Ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht, stört sich das mit dem Boden. Ich weiß auch nicht. Das ist mehr so dann goldener, die Lichtfarbe. Ist die eigentlich... Wir können das, glaube ich, mal machen. Das ist, glaube ich, nicht mal problematisch. Oder ich mache erstmal ein paar mehr Lampen. Dass ich die einfärbe, meine ich. Und dass wir dann das eingefärbte Gold machen. Leuchtung, goldenes Licht. Hier, wie im Brick Penthouse. Da können wir noch so ein paar Lampen verstecken, dass da noch mehr Helligkeit reinkommt, ne? Das machen wir einfach. So machen wir das. Das schön hier richtig, richtig farbig dann alles ausleuchten, weil das ist viel zu dunkel irgendwie. Farbe, dieses Zimmer, dann machen wir gleich mal hier das hier, da hier, oder? Bäm. Wow. Also das ist schon krass, ne? Ist das nicht zu krass? Das ist wieder zu gelb. Machen wir doch einen Dimmer rein. Ne, wir entfernen einfach ein paar Lampen. Also es soll schön warm wirken, ne? Es muss schön warm wirken und nicht grell. Reicht das schon? Vielleicht packen wir so ein paar normale Lampen auch noch rein, damit es nicht so krass orange ist. Wir machen die mal so in die Mitte. Hm? So. Ja, das ist ein bisschen mehr. Ist wieder zu viel. Müssen da wieder zwei weg. Ja, wow. Ja, wenn jetzt noch ein bisschen was Grünes reinkommt, dann passt das, glaube ich. Wir können eigentlich auch diese da nehmen. Die Palme. Die Zockerparadies-Palme. Oh, die passt schon ganz gut hier von der Farbe. Dass wir die hier vielleicht irgendwie so hinmachen oder so. Ich weiß auch noch nicht. Irgendwie so. Vielleicht noch oben welche hier vor die Treppe hin. So. Und da müssen wir dann auch wieder unsere Säulen platzieren. Die hier, ne? Die hier, oh, die stehen dann auf der Kante, das ist nicht so schön. Müssen wir auch nochmal gucken. Sind die irgendwie, das ist so ein bisschen mehr, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie so ein bisschen mehr. Es muss mehr eingekästelt werden. Ich möchte gern das Freie schon, jetzt habe ich eine Idee. Wir können doch mit dem Wasserfall, Wasser, können wir doch was machen. Oh, da gibt es auch noch die sind auch cool. Die gibt es, glaube ich, auch in Gold, so, ne? Ist das Gold? Ist ja nicht Gold, da gab's doch Gold. Das hier gibt's. Ist ein bisschen zu dunkel, ne? Da gibt's aber so Wasserfälle. Oh ja, die machen wir hier vor das Poolfenster.
dann ist das mehr geschützt. Und wobei die auch dunkel ganz gut aussehen würden. Und hier dann mehr so vielleicht auch nochmal. Aber die müssen dann auch deckenhoch sein. Dann haben wir nämlich gleich unsere offen und trotzdem geschlossen Charakter. Die müssen, naja, Moment mal, die müssen unten rein. Genau, dann haben wir nämlich auch gleich diese komische Fundamentwand am Rand so ein bisschen kaschiert. Ne, andersrum. Punkt und Komma, Komma und String. So. Genau, dann ist nämlich gleich diese hässliche Fundamentwand da, die keine Ahnung, warum die so komisch ist. Gleich mal ein bisschen weg. Wow. Wow. Und wenn jetzt das Wasser auch noch läuft im Live-Modus, mach mal die Augen auf, dann siehst du auch was. Wow, das sieht cool aus, oder? Aber wir können das vielleicht noch so ein bisschen an den Rand irgendwie machen. Das ist mehr so, dass es hier wenigstens offen ist. Genau, das passt ja auch ganz gut mit dem Vorhang dann. Natürlich das Blatt nicht reinhängen. So, dann haben wir das hier so schön offen. Das ist gleichzeitig der Gang zu den verschiedenen Areas hier. Das Ding muss weiter rüber. So, das passt ganz gut. Hier auch. So. Und dann haben wir gleich hier den Gang quasi. Also man kann hier durchlaufen. Es war ja hier ein bisschen eng. Dadurch, dass hier in der Mitte der Pool war, konnte man hier nicht richtig durchlaufen. Und das ist nicht so schön. Oh, die würden auch gut aussehen da unten, ne? So schöne Ottomane-Sesseldinger. Die sind nicht so schwer. Wobei da auch was knalliges Buntes. Ich habe dir geschrieben, mach unbedingt was knallig Buntes. Trau dich mit den Farben. Ich finde die ja ganz schön. Die passen auf jeden Fall. Die sind aber jetzt nicht so sehr gemütlich. Gibt es die auch? Oh, das stimmt, da gibt es ja die noch. Die sind auch cool. Wobei jetzt die fand ich jetzt besser. Die sind so, die sind natürlich so, ne? Edel, orientalisch. Und die sind eher so farbenfroh. Ja. Ja. Da gibt es auch noch die, genau, die aus Heimkino. Oh, das ist auch schöne, ne? Das bringt so ein bisschen dann Holz rein. Ich möchte irgendwie noch ein bisschen in die Richtung auch Holz gehen. Ja, ja. Ja. Oh, das passt perfekt. Das finde ich schön, das finde ich schön, das finde ich richtig schön. Das ist cool. Das können wir schön an die Wand hier hinhängen, hinstellen. Und sesselmäßig gibt es doch auch diese, genau, da gibt es auch diese Stühlchen. Die können wir vielleicht unten dann hinmachen. Welches ist das Passende? Die sind auch cool, die sind auch so gold, ne? Dass wir da vielleicht nochmal so eine kleine Sitzecke oder so machen. Wie so eine Lobby, ne? Quasi. Das ist so die Lobby. Unten ist er eher so Lounge und oben ist er eher mehr so Spa. Also hier so eine Art Lobby hinmachen. Und da können wir auch die schönen Tischchen da nehmen. Wo sind die denn? Die Tischchen, die schönen Tischchen. Hier ist ein Tischchen. Wo seid ihr denn? Da war das Tischchen. Genau, das habe ich mir vor das Haus gestellt. Dass wir diese Tischchen da so reinstellen. Wow. Oh, da kann ich mich wieder nicht entscheiden, welches nehmen wir. Komm, sollen wir ein bisschen in dem Lila bleiben, in diesem... Ah, das ist alles voll schön. Wow. Aber die sind cool, ne? Die gefallen mir jetzt irgendwie. Die sind so schön. Gold, gelb. Dass wir die hier so irgendwie in die Ecke hinten reinpacken, aber das muss dann irgendwie noch ein bisschen schöner ausgerichtet werden. Also dann muss noch ein bisschen irgendwas passieren hier, ne? Das ist noch nicht ganz irgendwie so, wie ich mir das vorstelle. So ein bisschen mehr Luft. Ein bisschen mehr Luft. So irgendwie schon so in die Richtung, ne? Aber doch noch so, komm, wir können da noch ein bisschen mehr. Ja, das geht schon so. So ist gut, ne? Oder? Ist das so gut? Ist das so gut? Na, Angst haben, dass man da nicht hier nach hinten runterkippt. Oder wir machen das in diese Richtung, aber das ist dann so, dann muss dann da auch was, irgendwas passieren, so. Das ist auch, nee, das ist nichts. Ja, doch, doch, doch. So passt das schon, so passt das schon. Vielleicht können wir auch noch mehr irgendwie, ich weiß auch nicht. Da muss irgendwas noch... Ich guck mal, was können wir denn hier noch so an die Wand irgendwie? Gibt's da irgendwas? Oh, wir könnten die hier nehmen. Bisschen grün. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht im Innern. Das ist immer so schwierig. Irgendwie sowas, ne? Sowas Blumiges noch. Irgendwas... Ja... Die orientalischen Gärten. Die könnten wir eventuell hier oben drauf packen. Vergrößert vielleicht sogar.
Oder so nur. So, irgendwie so eine Wand vielleicht sogar, dass das in der Wand wächst. Das ist irgendwie dann auch wieder zu. Es kommt oben dann auch durch. Das ist nicht so schön. Also da oben können wir auf jeden Fall mal eine Kante machen. Das geht hier. Das sind so Hängepflanzen. Das passt ganz gut. Aber ich möchte das auch so vielleicht. Also wenn man das. Oh, das hängt so schön drüber, ne? Wenn man das so. Was gibt es denn da noch für Farben? Sowas eventuell. Das ist so. Ja, da gibt's. Aber gibt's da nicht noch. Da gibt's doch, glaube ich, auch ein lila-gelb, oder? Ah ja, sowas gibt's. Das ist auch nicht schlecht. Das ist gut. Das passt so ein bisschen zu unserem Boden auch, ne? Dass wir in die Richtung gehen. Was gibt's noch? Ja, ich glaube, jetzt sind wir durch. Ja, nee, ich fand die einen da schon ganz gut. Die. Ja. Doch, ich glaube, wir nehmen die. Die oder die. Die ist ein bisschen zu lame wieder, ne? Wobei die roten auch ganz gut aussehen hier. Die sehen auch ganz gut aus. Da ist auch so lila drin. Und die kann man da doch jetzt schön hier platzieren. Vielleicht sogar ineinander so ein bisschen. Und man weiß ja nicht, dass da ein Pool drunter ist, ne? Es ist einfach hier Wasser, ist auch egal, könnte auch ein Fundament sein an der Stelle. Aber so kann man die doch schön ineinander platzieren, in der Hoffnung, dass sie nicht flackern. Ne, die flackern nicht. Man hat so ein richtiges. Na, das macht nochmal irgendwie Eindruck, finde ich, ne? Das ist voll cool, wow. Bam, hier. Schöne Geschichte hier, oder? Und da gibt es doch auch so ein Teeservice und sowas, das müssen wir auf jeden Fall auch noch reinbringen. Da gibt es so ein Teeservice, dass wir, da drauf stellen könnten. Das ist doch, glaube ich, ein verschiedenes, oder? So ein goldenes Teeservice. Wo ist das denn? Wir brauchen auch noch Kerzen. Wir brauchen auch noch so Vasen. Oh, die ist auch mal schön. Die müssen wir auch mal rausholen. Hier passt die ja auch. Sowas erstmal. Und dann gibt es ja auch noch. Oh ja, genau. Die Kisten. Und das können wir auch mal irgendwo nehmen. Das ist auch so ein bisschen. Das ist ein bisschen sehr glitzermäßig. Aber vielleicht können wir es irgendwo, genau, das wollte ich eigentlich, boah, das ist cool, ne? Das machen wir doch da. Komm, dann machen wir hier nochmal so ein. Vielleicht machen wir die auch anders. Vielleicht machen wir die auch, ja gut, das ist auch ein anderes Holz jetzt, ne? Nee, dann möchte ich es nicht. Hätte es nur ein anderes Polster irgendwie gegeben, dann hätte ich das gemacht, aber so nicht. Und da jetzt so dieses Service. Die gibt es dann nicht noch in einem anderen Gold auch? Genau, das gibt es in dem hellen. Das nehmen wir hier. Und da, boah, da gibt es so schöne Sachen. Das ist geil, das ist einfach geil. Boah. Kriegen wir das Holz? Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen dunkel, aber ich glaube, das passt dann ganz gut, weil da haben wir ja auch dieses dunklere Holz eher und so ein bisschen ein paar Schätze und so ein bisschen Tischchen und so. Ne, das ist doch ganz, ganz passabel hier dann. Es wird hier ein bisschen eng dadurch. Sollen wir die Palmen da, ich weiß nicht, sollen wir die da drin lassen? Eigentlich müssen die da irgendwie drin sein, ne? Die müssen da irgendwie schon nochmal. Haben wir den nicht als Zweisitzer auch? Das wäre ganz praktisch. Sonst machen wir da auch wieder so Sessel hin. Gibt es den nicht als Zweisitzer? Gibt's nicht. Gibt es den hier aber? Ah ja, das ist ja auch nochmal was. Ui, die müssen wir auch irgendwo verwenden, ne? Boah, das ist schon geil. Bam. Ja. Ich fand jetzt die anderen hier aber irgendwie, wobei jetzt haben wir hinten so auch so einen hohen Blumensockel. Da könnten wir doch eigentlich, das ist voll edel, das ist voll Gold und so, ne? Sollen wir das nehmen? Das ist wieder eine ganz andere Richtung. Ich guck mal, wie das aussieht, wenn wir das schön ausrichten hier. Das ist mehr, ja. Ich glaube, wir müssen da mit dem Rot hier auch ein bisschen raus. Wir müssen da mehr in dieses. Sowas irgendwie rein, was schlichter Goldenes. Das wird da irgendwie, ich weiß nicht, so rot nochmal. Ist schon irgendwie, es beißt sich ein bisschen mit den Blumen da hinten. Das ist auch cool, weil es passt dann zu dem Lila vom Boden, ne? Dann nehmen wir doch das. Und hier haben wir doch auch so ein Lila-Dings. Wenn wir da mehr in die Lila-Richtung gehen insgesamt, weil das gibt es auch in diesem Ton. Ob es dann wieder zu viel Lila ist, ne? Das ist immer die Frage. Aber das Blau, das haben wir nämlich so gar nicht. Ich finde das aber vom, es sieht so edel aus irgendwie. Das sieht so,
Aber hier muss der Tisch und die lassen wir lila. Genau, dann haben wir eine schöne Abwechslung. Und die machen wir so. Ja, das darf gern so ein bisschen sprießen hier. Doch, ich finde das schöner. Das ist mehr luftiger hier. Das haben wir mehr Luft, mehr, ja. Das ist mehr so ein bisschen freier. Wahnsinn. Dann machen wir auch nochmal das Teeservice hin. Ist hier Tee serviert hier? Oh, schön. Vielleicht können wir auch, wo ist denn der eine da? Ist der jetzt eigentlich in der Mitte? Der ist gar nicht in der Mitte, ne? Der muss hier so rein. So, da gibt es doch auch jetzt genau das hier. Vielleicht können wir das hier auch nochmal da unten drunter platzieren, dass wir da ein bisschen mehr Schnörkelzeug auch noch drin haben. Uiuiui. Schön. Voll cool. Jetzt passt es langsam, ne? Es wird. Was ist geil, oder? Ist das geil oder ist das geil? Wahnsinn. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir die Säulen da hinten, ob wir die auch noch hier platzieren. Ich meine, ich möchte es offen haben. Aber nicht für den Preis, dass es nicht schön ist. Ich möchte da mehr Struktur, dann wirkt es auch irgendwie stabiler, ne? So vom. Ist ja trotzdem hier offen alles. Dass wir hier so mehr irgendwie Struktur noch drin haben. Dann haben wir hier nämlich auch nochmal eine Wand. Das mit den Vorhängen hier ist nicht so. Ne? Es passt so besser irgendwie. Da ist dann wirklich so eine Ecke drin. Die Pflanzen müssen natürlich hier raus. Und hier können wir aber die auch nochmal platzieren, ne? Das ist kein Problem. Die Vase. Sollen wir da nicht dann doch irgendwie so Vasen platzieren? Ich glaube, dann haben wir es. Können wir vielleicht hier die Pflanzen nochmal verwenden. Hier irgendwo. Und die einen Vasen, wo sind sie jetzt? Die gibt es doch auch in diesem. Gibt es die nicht in diesem lila Ton? Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon geschaut, ne? Also sowas muss noch ein bisschen rein, irgendwie so ein bisschen Vasen. Oh doch, genau, die gibt es ja gerade in diesem. Das ist nämlich schon auch nice. Ja, ich will es auch nicht zu voll stellen. Vielleicht können wir auch die vergrößern. Das ist dann mehr so, na. Nee, das passt nicht so gut. Vielleicht können wir, dass wir hier noch so eine leichte Abtrennung irgendwie haben. Dass wir das irgendwie so noch. Oder wir machen hier oben einen Pool nicht, weil ein Pool ist dann wieder zu. Na, schwimmen die da wieder drin, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Hier, gerade wenn es ein Spa ist, na, dann springen die da rein. Verspüren den inneren Drang, da reinzuspringen. Und das wollen wir ja nicht. Komm, hier machen wir auch sowas vielleicht noch. Und die Vasen, da muss noch was anderes irgendwie. Da muss noch irgendwas. Was haben die denn um die Vasen? Vielleicht können wir da noch mehr so Kerzen oder irgendwas. Das soll ja mehr gemütlich auch sein. Und Lobby, Vasen, da passen eigentlich schon Vasen rein. Ah, das ist so. Vielleicht können wir hier nochmal diese Trennwand. Wo ist sie denn? Die hier oder die andere daneben. Oder das Grün. Das würde auch gut passen. Ich möchte es halt nicht so arg abtrennen, aber irgendwie muss es dann doch so ein bisschen geheimnisvoll und man kommt um die Ecke und dann ist da wow und bam und das ist gut. Ist auch gut. Dunkel ist auch gut. Das würde dann hinten wieder zu diesem Türkis auch passen. Das ist auch nicht schlecht. Wenn es wenigstens einmal aufgegriffen. Sollen wir das so machen? Ja, das macht jetzt ein bisschen den offen. Nee, das muss eigentlich schon, aber wir brauchen da so eine Abtrennung noch. Irgendwas, also ich finde das gar nicht so schlecht mit diesen Trennwänden, weil da kann man durchgucken. Das ist nicht wild. Und die Vasen, die stehen da nicht so am Rand irgendwie. Man denkt, die fallen gleich da runter und bam. Man hat die Farben drin, Gold, Lila, so. Natürlich ein anderes, aber hier fehlt noch irgendwas. Da muss noch irgendwas. Da muss noch irgendwas hin. Was machen wir denn da hin? Diese Trennwände hier, die sind wieder zu viel. Die sind zu groß, die Blumen. Kerzen haben wir jetzt auch ganz wenig verwendet. Das hier ist, glaube ich, wieder zu viel. Ist zu schwer, dieses Regal hier links. Aber so Kerzen, das passt auch. Das kann auch hier in dem. Da müssen wir ja gleich aber die richtige Farbe nehmen. Dann nehmen wir auch wieder die Lila da.
so mit Abwechslung mit diesem Türkis, dass wir das auch nochmal ein bisschen aufgegriffen haben. Was sind denn die? Gibt es da gar keine Lila? Doch, das muss es doch geben. Die. So. Wieder ein dunkleres. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Es darf hier ein bisschen knallen, wirklich. Also ich habe das auch, ich muss mir das auch angewöhnen, dass ich das darf. Das ist immer ein bisschen krass, ne? Also, aber es stimmt schon richtig, wie ihr geschrieben habt, dass Sarah und das war schon richtig. Also das Kommentar, das habe ich auch geliked im letzten Bau. In der letzten Baufolge. Man muss hier das so abschütteln. Dieses. Ja, ich achte auf die Farben. Dürfen hier auch ein bisschen freier sein. Weil das ist, da gibt es auch noch einen goldenen. Dann nehmen wir doch den auch. Wo ist er jetzt? Den vielleicht. Die hier vereinzelt vielleicht nochmal, auch nochmal. Das soll hier ruhig ein bisschen knallen, ein bisschen viel sein, ein bisschen poppig auch. Und trotzdem aber gemütlich und warm und Spa und Lounge, ne? So ist das Thema. Ein bisschen viel hier drin, ne? Komm, dann mal wieder eins weniger. Mal wieder das Blau weniger. Wir müssen ein bisschen freier schwimmen hier auch, hm? Ja. Sieht man ja, die Rosenblätter sind gar nicht mehr. Hier hinten guckt man eh nicht rein richtig, das ist okay. Soll hier angenehm warm leuchten. Und hier auch nochmal die Lampen. Die kommen hier auch nochmal hin. Sie wieder frei platzieren, damit die hier in der Mitte schön sind. So, das nehmen wir ein bisschen tiefer. Hinten als die Linie. So. Und jetzt müssen auch noch irgendwie diese Vorhänge wieder aufgegriffen werden. Das kann man da das nicht nochmal so als. Ja, jetzt war, ich weiß, ich kessel es jetzt zu. Aber ich finde es trotzdem besser, wenn's hier ist, ist schwierig wieder. Steht das irgendwie so nochmal, ne? Das ist jetzt nochmal so wie so ein Tor. Ah, das macht es ein bisschen kaputt. Nee, das macht es kaputt. Das macht es wirklich kaputt, aber hier eventuell noch, hm? So. So und so. Da passt es dann wieder. Genau. Sind die da richtig? Ja, das passt schon. Passt schon. Passt schon. Ja. Es sieht jetzt auch wild aus, dadurch, dass es hier am Rand so, noch nicht aufgeräumt ist, aber ich glaube, also ich finde es gut. Ich glaube, ich finde es so ganz gut. Mehr kann man da jetzt auch nicht mehr machen. Und es soll auch echt knallen. Also ich will das so. Ich rede mir das nicht ein jetzt. Ja, ne, das ist gut, das ist gut. Hier haben wir nochmal die Farbe aus Versehen geändert. Wir müssen das nochmal machen. Farbe in dieses Zimmer und zwar so. Genau. Ich muss nochmal. So machen wir das. Jetzt haben wir oben die auch wieder die zwei, die wir extra weiß gemacht haben, aber das passt so. Das passt. Ja, und du guckst immer noch, hast immer noch die Augen zu. Lässt dich überraschen, hm? Lässt dich überraschen? Okay. Wow. Oh, ist das gemütlich. Wenn man jetzt Live-Modus macht, dann plätschert alles, ne? Das ist so toll. So, oh. Ui. Ja, sehr schön. Das ist ja geil jetzt. Ich setz dich mal dahin. Hier sitzen und plaudern. Ja. Das ist unsere Lobby. Komm, geht mal da rüber jetzt. Cool. Also was man alles machen kann, wenn man sich nur traut, ne? Du bist benommen. Jetzt nicht mehr gut. Schön. Schön. Jetzt sieht man auch mal die Größendimensionen, ne? Also das ist gar nicht mal so klein, wie das aussieht, weil wir haben vieles hier vergrößert da hinten, okay. Ja, vielleicht können wir da oben auch nochmal die Farben vielleicht anpassen, dass wir da wirklich bunt nochmal machen auch. Dass wir da so mehrere irgendwie drin haben. Auch nochmal das Türkis vielleicht und da nochmal sowas und was gibt's denn noch? Sowas und hier dann wieder was Goldenes, ist okay. Und hier mal wieder
Dann machen wir hinten das hier und da dann was Blaues vielleicht. Das haben wir auch schon, das ist gar nicht mehr blau. Dass das irgendwie ein bisschen bunter ist auch. Ja. Dass es nicht so eintönig ist. Hm? Ja. Unsere Lampignon, der Deckenhimmel. So, geht ja wieder aus. Und jetzt geht's weiter. Oh mein Gott, heute geht's noch weiter. Mit was machen wir denn weiter? Wir müssen jetzt natürlich hier erstmal gucken, wie wir das hinten machen, weil da haben wir jetzt einiges verschoben. Das ist erstmal jetzt hier on the plan hier. Das müssen wir hier wieder ganz machen. Und oben haben wir immer noch diesen Effekt, dass wir hier so runter gucken können. Ne? Das ist auch ganz cool. Das finde ich dann ganz spannend. Also das bleibt uns ja zum Glück erhalten. Jetzt haben wir hinten haben wir jetzt eine Fläche, die nicht so passt. Oben haben wir auch das hier. Das können wir im Notfall auch verlängern. Das macht nichts. Wir können da vielleicht auch nochmal so ein Highlight vielleicht machen. Mal gucken, ob das gut aussieht, wenn wir hier nochmal so einen Balkon machen. Ja. So. So, dass wir hier so einen Balkon nochmal machen. Da, ja so, ne, Aladdin hier, Palast oder sowas, ne? Sowas irgendwie. Die haben doch auch so große, runde Balkone und was. So übertrieben große. Und die müssen weiter zusammen, ne? Du musst eins weiter rüber und du musst auch eins weiter rüber. So, ja, jetzt. Genau. Und das kann man dann hier wieder zumachen. Die Zäune werden auch zu diesen Zäunen. Oder auch nicht. Weil er es nicht will. Warum denn nicht? Warum nicht? Lass mich das als Zaun platzieren. Doch, jetzt geht's auf einmal. Witzig. Witzig, witzig. Und hier muss es auch die Wand, genau, die machen wir auch mal dahin. Und dann wieder hier die Zäunchen auch entfernen, damit das nicht ganz so geschlossen ist. Und das machen wir dann weg. Und da lassen wir dann den Boden auch nochmal rein. Ja, vielleicht müssen wir da doch einen richtigen Balkon machen, da oben. Ich meine, nochmal irgendwie so ein Highlight. Da unten muss ich da jetzt nochmal gucken, aber da oben, dass man da nochmal irgendwie sowas macht. Wieso geht das denn? Wieso tickt das denn jetzt hier wieder? Lass mich das hier platzieren. Ist doch ein Raum hier, genau. Irgendwie so nochmal als Highlight vielleicht. Ja, es muss irgendwie nochmal gucken hier. Viel weiter könnten wir mit dem eh nicht raus. Sieht dann auch komisch aus. Sedin. Also da müssen auf jeden Fall Säulen hin, das ist klar, zum Abstützen. Vielleicht nicht gerade da, aber irgendwo so. So, das. Ja. Ja, da unten müssen jetzt noch diese. Da können wir die Bögen wieder hinmachen. Baby.MoveObjects, geht das nicht? Achso, ich hab's ausgeschalten. Baby.MoveObjects. So, ne? Aber das geht hier nicht. Kann nicht in Wasser platziert werden. Tja, jetzt haben wir ja den Salat hier. Wir könnten die Fenster könnten wir nehmen. Die gehen ja, ne? Die kann man immer. Dass wir das wirklich hier so auch nochmal. Oh, komm jetzt. Lass dich platzieren, zickt nicht rum. Dass wir das hier nochmal irgendwie so als Rückwandbesonderheit einführen. Jetzt, wieso rastest du jetzt da oben ein? So. Hat das nämlich gleich einen ganz anderen Charakter auch. Fast schon so ein bisschen Kirchencharakter. Ja, da muss mehr offen da. Da müssen wir so spa-mäßig muss das mehr aussehen. Ich glaube, das passt dann damit ganz gut. Das ist ja unser Highlight hier, unser Pool, unser Lichterpool. Und ich glaube, da kommt auch ein schönes Licht dann rein.
Kann ich mir gut vorstellen, dass da schönes Licht reinstrahlt. Wenn denn der Balkon nicht unmittelbar drüber ist. Und dass es natürlich hier innen dann auch gleich einen ganz anderen Charakter gibt, ne? Es ist dann viel schöner und man hat dann den Ausblick auch. Wieso sollten wir den versperren? Also ich finde das ganz gut, wenn wir das hier oben nochmal aufgreifen, das Thema, oder? Nur da oben der Balkon, da weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt, weil der ragt so weit hier raus. Irgendwie hat's was, irgendwie ist es aber auch komisch. Der ragt irgendwie so ein bisschen weit raus, ich hab das Gefühl. Können wir den nicht noch weiter nach innen, können wir nicht. Nee, weil der abgerundete Teile ja... Das weiß ich nicht jetzt. Wie wir das anstellen können. Okay, aber das passt mal so ganz gut. Das können wir mal so lassen. Müssen wir natürlich auch nochmal gucken. Jetzt haben wir nämlich unseren Pool und so alles jetzt finalisiert. Der bleibt jetzt da, wo er ist. Jetzt können wir nämlich die Treppen gucken, wie man da nach oben kommt. Und ich glaube, da geht es nicht, weil da oben haben wir ja nichts. Okay, hier wird es gehen. Was haben wir denn oben? Und dann kommt man außen raus. Das ist aber blöd. Dann haben wir nämlich Licht hier. Obwohl, hier wird es gehen. Ah, da geht es nicht mit der Treppe. Da kann man gar nicht hinlaufen. Unten da am Eck. Kann man nicht hin. Das heißt, wir müssen reingehen. Oder wir machen die Treppe so hin. Alles auch so ein bisschen eng. Weil es praktisch wäre, wenn es da gleich wieder hochgeht. Rein vom Laufweg her. Das ist ganz praktisch. Und wir hätten in der Mitte des Raumes nicht irgendwie so eine blöde Treppe. Weil das hier ist schon eng. Da müssen wir auch nochmal gucken, dass die Dinger hier gerade sind. Das geht ja mal gar nicht. Das sind ja zwei, da brauchen wir nicht zwei. Irgendwas mit dem Kopieren schief gegangen. Was sind da noch drin? Lass mich verarschen. Sind vier Säulen drin oder was? Versteckt. Ja, das ist hier ein bisschen eng. Das gefällt mir nicht so gut. Wobei es anders ist auch nicht. Ohne die Treppe war es ja auch schon eng. Das ist halt leider so. Aber das sieht besser aus. Und den Balkon können wir eh nicht mehr nutzen, wirklich. Ansonsten müssten wir hier in der Mitte eine Treppe irgendwo platzieren oder an den Rändern, aber das ist auch schwierig. Wir könnten auch von innen nach außen oben, weil da ist ja auch offen. Könnte man hier sowas machen. Verschenkt man aber diese Nischen hier voll und die sind eigentlich... Ne, wir machen die Treppe, wir lassen die Treppe da, wir machen die auch da drüben hin. Ich weiß, es ist ein bisschen eng, aber es bringt nichts. Es ist nötig. So, und dann kommt man da oben raus. Das ist okay, weil hier ist ja eh offen auch. Ja. Ja, das ist gut. Das ist okay. Dann haben wir hier den Aufgang. Dann kann man hier irgendwo so eine schöne Tür reinmachen. Da oben müssen wir eh noch die Aufteilung auch mal komplett machen, komplett richtig. So. Hier auch. Da haben wir noch gar nichts gemacht hier oben. Da müssen wir auch hier wieder den Raum. Ja, da ziehen wir so einen rüber. Die Wand muss weg. Hier muss alles weg. Erstmal aufmachen hier alles. Später können wir immer noch zumachen. Vielleicht sieht das auch anders aus mit dem Balkon, wenn wir hier diese Bögen wieder und so platzieren, ne? Kann ja auch, wirkt dann auch gleich ganz anders, wenn das hier wieder offen ist und so schön. Alles gut. Müsst ihr irgendwie machen. Hier auch. Hier haben wir jetzt den Bogen. Da müssen wir uns was überlegen. Da machen wir vielleicht die kleinen. Die kleinen Bögen. Die. So wieder auch. Wir auch zwei machen, mal gucken. Hauptausgang. Und da auch die kleinen. Kann man die eigentlich in der Höhe verschieben? Das ist ja witzig auch, ne? Dann macht sie das sogar auf, das ist ja cool. Das habe ich noch nie ausprobiert. Und dann könnte man auch die so ein bisschen höher machen. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Sieht das von außen aus? Ja. Ne, dann gehen die so ein bisschen höher einfach. Dann haben wir so ein bisschen Form drin. Ah, ich glaube, das wird ganz gut. Jetzt habe ich hier aus Versehen auch nochmal eins platziert. Das will ich nicht.
teleportiere dann wieder höher, höher, höher. Wie weit höher, wie höher können wir denn? So, ne? So, und das auch nochmal. Ja, oh, ich glaube, das wird cool. Oh, das wird cool. Oben noch schöne Massage oder was weiß ich. Sauna müssen wir auch noch unterbringen und... geil. Wow. Wenn das da unten reinkommt, ist schon alles so bunt. Krass. Ja. Ja, doch, das ist gut. Habt ihr denn noch Ideen? Wie findet ihr das denn? Bitte schreibt mir das mal. Die wollten wir auch nochmal nehmen, diese Trenn-Dinger. Da weiß ich immer auch noch nicht, wie wir das machen. Da hinten haben wir noch eine schöne Ecke auch. Da können wir auch vielleicht mal schon mal anfangen. Ich fange jetzt mal an mit der Aufteilung von Wellness-Tagen dieser Folge, weil dann könnt ihr mir dazu auch gleich Feedback geben. Und zwar haben wir ja mit Wellness-Tag richtig tolle Sachen. Massagestühle haben wir, Massage-Liegen, wir haben Sauna, wir haben Fitness. Es muss alles irgendwie unterkommen. Ich packe mal die ganzen Möbel wieder raus. Wir machen auch draußen noch ein Pool, auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht, vielleicht hier am Rand oder da am Rand oder hinten. Mal gucken. Ich glaube, hier ist so am Rand und da am Rand. Da können wir zwei verschiedene Arten Pool machen. Und hier dann solche Ecken, wo dann auch wieder separiert quasi, wo man da schön entspannen kann. Und vielleicht sogar in die Richtung dann, dass man rausgucken kann oder so. In den Garten, in den orientalischen Garten. Soll das so irgendwie machen? Da so diese Massagestühle, bisschen abgetrennt, dass man seine Ruhe hat. Und dann brauchen wir Massage liegen. Die würde ich jetzt hier unten nicht. Da würde ich nochmal so eine Lounge-Ecke reinmachen mit den Blubberdingern. Weil vier Blubberdinger brauchen wir nicht, oder? Hier ist dann wieder so eingangsmäßig. Da können wir auch noch so schöne Sitzdinger machen. Vielleicht da mehr klassisch-orientalisch. So nenne ich das jetzt einfach mal oben. Da brauchen wir auf jeden Fall die Massage liegen. Wobei ich die Massage liegen ganz gern auch in so einem Türmchen hier sehe. Wobei wir da auch nochmal, wir können dann vereinzelt nochmal Blubber Lounge und so irgendwas machen. Ja, ja. Wir können auch die Klos in die Türmchen reinmachen. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Weil das sind so abgeschlossene Räumchen und da hat man dann, ne, tolle Sicht. Nee, also man kann das ja durchaus mit Vorhängen abdecken alles. Aber ich glaube, die Türmchen eignen sich ganz gut für die Klos. Und dann machen wir Massageliegen, die möchte ich auf jeden Fall aufs Dach machen. Also auf dem Balkon hier irgendwo. Da muss auf jeden Fall, hier oben muss auf jeden Fall so eine Massageliege hin, vielleicht sogar zwei. Das ist dann so, ne? Hier, on top of the world. Bisschen im Schatten. Und vorne dann vielleicht auch nochmal eine. Da... Dass da hier wirklich so ein Wellness-Charakter mehr rüberkommt auch. Das soll ja kein Wohnhaus sein, sondern ein Wellness-Tempel. Oder wir machen die Massagendinger hier und wir machen hier Yoga, weil da passt es ganz gut von der Größe vom Balkon, dass wir hier die Lehrermatte, glaube ich, hinmachen. Wo sind die Lehrermatte? Ist das nicht die schon? Da gab es doch zwei Matten. Einmal die Lehrermatte und einmal die Schülermatte, oder? Vertäusche ich mich? Ich weiß es nicht. Genau, Räucherstäbchen brauchen wir auch noch. Ich habe es mir notiert. Dankeschön für das Kommentar in der letzten Folge. Also ihr wisst ja, wie ich es meine. Dass man hier, wo ist denn die Lehrermatte? Ist die in Show Hidden Objects? Baby-Punkt, Show Hidden Objects. Alle Anzeigen. Wir müssen auch noch eine Bar machen. Die machen wir oben rein. Wir haben auch noch die hier, die Kerzen, die müssen wir auch noch irgendwo unterbringen, das ist auch klar. Was ist denn das jetzt? Ich dachte, da gibt es zwei Matten. Gibt es da nicht? Da gab es doch zwei Matten. Verarschen kann ich mich selber, da gab es zwei, bin ich mir ganz sicher. Oder? Auf jeden Fall gibt es eine Lehrermatte, die gucken wir vielleicht, weil wir nicht den Ort haben. Wohngrundstück haben wir noch. Wahrscheinlich deswegen, ne? Da gibt es keine Lehrermatte. Aber dass wir hier so die Lehrermatte hinmachen und dann hier vielleicht so die Schülermatten, ne? Das gibt's ja. Da kann man hier einen Yogakurs nämlich teilnehmen. Weil wenn das hier ein Wellnesscenter wird, dann kann man hier Yogakurs-Teilnehmer machen. Also wir machen das so. Jetzt mal nur von der Aufteilung, ne? Wir brauchen noch einen, oh ja.
Wir haben ja noch diese Yoga hier, diese, oh, das ist so ein bisschen, könnte in Richtung Beten gehen, ne? Welcher Turm zeigt denn nach Osten? Wir machen alle mal, hier machen wir mal so eine Zen-Ecke rein, nenne ich es jetzt mal. Meditationsstuhl, Sonnengruß. In alle Himmelsrichtungen kann man hier beten. Was für ein Sim du auch immer bist, hier kannst du in alle Richtungen beten. Na, das machen wir mal so grob für Aufteilung. Vielleicht können wir auch eins als Klo machen und eins als, ne? Mal gucken. Ich lasse die Maske genauso. Mal zwei und hier vielleicht dann Bad und Klo. Weil ich möchte nicht wirklich so einen richtigen Duschen und sowas. Nee, das muss alles irgendwie so ein bisschen integriert sein. Ich möchte keinen Duschraum haben oder so. Ich möchte keine Umkleidekabine haben. Das passt hier irgendwie nicht rein. Sauna, das passt hier in so eine dunkle Ecke vielleicht rein. Da können wir vielleicht hier so zwei Stück machen, oder? Von der Aufteilung. Aber hier ist so eine. Oh, die Zeit schon wieder, Leute. Meine Güte. Ich wollte eigentlich... Die passt hier ganz gut rein. Also die können wir hier mal so natürlich mit Raum einplanen. Dann haben wir da nämlich schon zwei. Dann können wir eine Bar... Eine Bar muss in die Mitte. Machen wir hier so Bar und so ein bisschen, ne? Und hier oben dann... Fitness. Aber das wird schwierig wieder, weil Fitness ist so, schwierig unterzukriegen. Wir brauchen auf jeden Fall dann hier noch, oder der Vorhang durch, Schlammbäder. Die können wir auch so abtrennen. Mit so Vorhängen und so. Fitness wird schwierig. Das ist wieder zu technisch für dieses Projekt eigentlich. Wobei wir das durchaus auch mit reinnehmen können. Das können wir eventuell hier so mit reinnehmen. Mal gucken, ob wir das mit reinnehmen. Das sieht schon edel aus hier, ne? Also das darf ja auch gern... Wir müssen auch nicht bei dem Steinboden bleiben hier oder so, ne? Dann ist hier Bar... Bar... Wannen... Und dann vielleicht hier doch duschen hier hinten. Denn man braucht auch hier... Man braucht auch diese Bademäntelschränke. Die braucht man eigentlich schon unten am Eingang. Gut, dass wir das machen. Die braucht man eigentlich schon unten am Eingang. Weil da ziehen sich die Sims um und dann haben die dann haben die ihr Outfit an für die... Oh, das passt hier gut in die Säule rein. Das können wir dann... Haben die nämlich gleich ihr Outfit an. Die gibt es hier auch noch in schöneren Farben. Ich platziere die jetzt erstmal so. Aber die Sims kommen halt auf das Grundstück und ziehen sich dann um und deswegen... Ja, kann man da auf jeden Fall sowas hier so hinpacken im Eingangsbereich. Sieht nicht so schön aus mit den Säulen. Machen wir da auch nur eine hin. Da gibt es bestimmt schöne. Hellere auch, oder? Kommt jetzt mal bitte. Habt ihr nur dunkle Schränke gemacht hier? Ach, EA, wirklich, Mensch. Also das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Da gibt es auch noch die. Vielleicht passen die sogar besser dann. Das hat auch was, so Gold. Sie sind zwar moderner, aber ja. Also hier ist sowas, dann muss noch rein. Wir haben auch noch Musik, das machen wir auch noch rein. Räucherstäbchen, das machen wir in die Yoga-Dinger rein. Doch, das ist gut. Hier ist die Bar. Die plane ich mal hier oben ein. So, ne? Und dann passt das auch. Dann haben wir alles, glaube ich, abgedeckt. Duschen könnten wir dann wirklich hier in so eine Nische dann wieder reinmachen. Ja, oder da Fitness oder da Duschen, ist auch egal. Ich platziere die mal, damit ich die nicht vergesse. Wir haben ja oben auch noch Platz, wie gesagt. Hier können wir auch noch einiges. Vielleicht machen wir auch hier die Bar rein. Oder oben das Fitness. Das ist auch wieder so, wie man hier vielleicht... Ja, die Bar ist eher so Fitness, ne? Und Sauna und Badewannen und Duschen passen dann eher auch in einen Stock. Und das ist ja auch der Pool. Dann machen wir hoch, oben das Bar Fitness und hier unten wirklich Schlammbad. Yoga und Sauna, dass es so ein bisschen getrennt ist. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und duschen können wir immer oben und unten, das ist egal. Machen wir mal so, dann ist es oben mehr moderner auch, kann auch, geht dann in die Richtung. Aber ich glaube, vom Platz her reicht es auch, wir brauchen auch keinen Keller. Was will ich mit dem Keller, das ist voll hässlich da unten. Draußen haben wir noch einen Pool, hier haben wir einen kleinen Pool. Doch, ich glaube, das wird. So, jetzt aber, Ende für heute, oh mein Gott. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich bin Daniel von Simfans. Seelenzähneplan findet ihr wie immer auf Instagram. Das ist mein Orientsbar. Bisher so. Wir haben jetzt die Aufteilung gemacht. Wir haben heute diese Lobby gemacht.
endlich die Richtung auch gefunden. Ich glaube, das knallt rein, das soll so sein. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wir haben es jetzt schön offen auch wieder gemacht, so wie es eigentlich fast schon, wie es am Anfang war. Das ist mal als Einplanung. Und ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bitte schreibt, was ihr denkt. Vielen lieben Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Ciao.